Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Bei der Tech bin ich lieber vorsichtig. Wir nehmen für diesen Trip das Shuttle. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung, nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh, Scheiße! Verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Scheiße. Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, gewöhnt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Scheiße. Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren.
Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Schicken Sie eine Nachricht an Shepard's Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox-Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ich habe gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper-FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Die Normandy, die könnte zwar noch ein paar Upgrades vertragen, aber ich will nicht, dass das die Rettung der Crew verzögert. Spezialisten nützen uns nichts, wenn sie nicht auf die Mission konzentriert sind. Einige aus dem Team sind nicht bei der Sache. Das könnte uns den Sieg kosten. Sollen wir den Kollektoren etwa die Crew überlassen? Genau das sollten wir tun. Die Mission hat Vorrang. Die Crew wusste das, als sie angeheuert hat. Wir müssen es versuchen. Es wird schwierig werden und könnte Opfer erfordern, aber das ist meine Entscheidung. Auf Biegen und Brechen, Shepard? So lautet unser Plan? Ich sehe es als Wahl zwischen Pest und Cholera. Bereit machen. Wunderbar. Es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Joker schließt gerade die Vorbereitungen ab. Die Reise wird wohl ein paar Stunden dauern. Ich gebe zu, Shepard, ich bin beeindruckt. Sie haben uns bis hierher gebracht. Sind Sie bereit? Wir haben das richtige Team und die Technologie der Kollektoren. Wir können es schaffen. Hoffentlich behalten Sie recht, Commander. Wir werden es ja früh genug erfahren. Ich informiere Sie über alle Veränderungen. Andernfalls bin ich in wenigen Stunden zurück. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Thank you.
Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keine bessere Anführerin. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen, ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus oder über mich. Sie sind von großem Wert für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Scheiße! Zu knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das muss die Basis der Kollektoren sein. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Gehen Sie mir aber auf den Geist! Edi, machen Sie die Mistkerle fertig! Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, gehen wir sehen. Beschädigt. Er ist im Frachtraum. Ich kümmere mich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Kommandant. Schwere Waffen sind erforderlich, um diesen Fall zu beschädigen. Nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Komm schon, nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Und kritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Ja.
signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi, langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet, bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Das wird eine wilde Fahrt! Bring sie zur Hölle, Mädchen! Achtung! Masseneffektfeldgeneratoren offline! Edi, tun Sie was! Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten. Die Landung wird hart. Joker, alles in Ordnung? Ach, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Das Primärziel ist, die Zerstörung der Station und die Kollektoren aufzuhalten, um jeden Preis. Na, dann sieht's bisher ja ganz gut aus. Was jetzt? Wie schnell werden die Kollektoren die Landezone aufspüren? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normen die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten. Und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig.
Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Kasumi, Sie haben die nötigen Tech-Fähigkeiten. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen, mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Hier, Garrus. Wir liegen unter schweren Beschüssen. Wir kommen voran. Boss, Verstärkung! Wir sind in Position.
befinden sich nutzlos. Übernehme Kontrolle. Sofort. Los, wir geben Deckung. Da stimmt was nicht. Ich krieg die Tür nicht auf. Verstanden. Da kommen sie. Zurück. Sperrfeuer. Lassen Sie niemanden durch die Tür. Gute Arbeit, Kasumi. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. Shepard, das müssen Sie sehen. Das ist Yeoman Chambers. Ist sie tot? Hier drüben sind noch mehr. Oh Gott, sie lebt noch. Chuck, was? Sind Sie okay? Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Was ist mit den anderen? Wissen Sie, wo sie sind? Sie haben es nicht geschafft. Chambers, Rupert, Gabby, die halbe Crew, tot. Ich habe sie sterben sehen. Sie wurden verarbeitet. Zu einer Art purer genetischer Paste. Und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Spielt das eine Rolle? Wären sie früher hier gewesen, hätten sie sie noch retten können. Wir haben Zeit zur Vorbereitung gebraucht. Wir hatten keine andere Wahl. Tut mir leid. Nein, ich wollte ihnen nicht die Schuld geben. Es ist nur,
Ich musste zusehen, wie sie starben. Ich weiß, dass sie ihr Bestes versucht haben. Sie haben mein Leben gerettet. Danke. Wir müssen in Bewegung bleiben, Commander. Und beschließen, was wir als nächstes tun. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Können wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Ich beschäftige die Verteidiger, während sie hinten vorbeischleichen. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssten bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Joker, brauche die Position der Landezone. Treffe Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Aufbruch. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Miranda hier. Team ist in Position und wartet auf Ihre Befehle, Shepard. Verdammt! Die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Gehen wir, Commander. Feind greift an! Direkte Intervention ist notwendig. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Es kann losgehen, Commander. Vorzurücken, Commander.
gehen wir. Ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Ziehe mich zurück, Commander. Den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Ihre derzeitige Position. Wir sind bei der Tür. Sie haben uns umzingelt. Wir kommen. Halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los. Versiegeln Sie die Tür. Ich bin einsatzbereit, Commander. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Mordens Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen.
Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. Ich bin bereit, Commander. Ich auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns. Die bedrohen alles und jeden. Für diese Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Schicksals. Siehet Commander Shepard. Wenn ich erreichen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Exakt. Die Kollektoren haben anscheinend Zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind.
Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von Ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Was glauben Sie, wie viele Menschen Sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht. Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Feinde im Anmarsch! Ihre Waffen! Schicksals. Ich zeige Ihnen wahre Macht. Ich weiß, dass Sie das spüren. Sie gehören alle mir, Tati. Shepard an Bodenteam. Statusbericht. Ranger, halten die Stellung, aber es kommt ständig neu. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Bewegen Sie sich zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden überlasten und in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und zu etwas Schrecklichem gemacht. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, Ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk.
Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen sie dann vielleicht noch ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Weg hier. Wir haben 10 Minuten, dann jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung.
haben versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Shepard, es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Es geht mir nicht um Ihre Zustimmung. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Ich habe Sie gemacht. Ich habe sie von den Toten zurückgebracht. Joker, Kanal abschalten.